Ja, was geht ab? Warum sehe ich denn so aus, wie ich aussehe? Guten Morgen, es ist 7:45 und Ja, seit wann sind wir so? Du wachst seit 6:30. Ja. Wir werden jetzt dieses Hotel verlassen. Das war ein kurzer Aufenthalt in Las Vegas, aber eigentlich haben wir alles gesehen, ne? Ja, also wir verabschieden uns jetzt hier von diesem Hotelroom. Hallo Laura. Und dann begeben wir uns in Helge und machen uns auf den Weg. Anhört, wir begeben uns in Helge. Wir setzen uns in Helge rein. In Helge satteln. Ja, auf geht's, Helge. Oh, man sieht nicht so. Oh, dann geht's auf zum nächsten Ziel. Welches? Darf man es schon sagen? Ja. Das ist ja derselbe Vlog, wo wir auch ankommen. Ja, stimmt. San Francisco! Und das ist dann unser letztes Ziel. Naja, für diese Reise. Ja, wir fahren dann nochmal zurück nach LA Flughafen. Zum Flughafen. Aber im Prinzip unser letztes Ziel, so reisetechnisch. Da fahren wir heute hin. Mal sehen, was wir da so erleben. Und wir sind beide irgendwie richtig angeschlagen. Ja. Das ist richtig belastend. So nach einer Woche merkt man, dass man doch mit dem Körper an die Grenzen kommt. Ja, irgendwie. Voll. So jeden Tag irgendwas anderes, so ja. Körperlich. Und wir beide nur so... Na, scheiße. Aber heute sitzen wir nur im Auto. Ja. Ich habe noch zwei Playlists, die wir noch nicht gehört haben. Geil. Solange die Kopfschmerzen weggehen, ist Autofahren okay. Sonst ist es kacke. Wird schon. So, Helge ist voll und wir verlassen jetzt Las Vegas. Wir sind leider noch nicht voll. Ist auch gut. Also, ja, okay. Ich dachte jetzt mal besoffen. Achso, nee, ich meine essensvoll. Ja, wir gucken mal, was wir jetzt finden unterwegs. Wir sind leider noch nicht voll, also eigentlich wollte ich mich jetzt betrinken. Ja. Tschüss, Las Vegas. Bye bye. So, und jetzt müssen wir gleich da hinten in die Tropicana, kommt rechts. Vanessa spielt auch schon die ganze Zeit hier Gitarre. Das ist meine Beschäftigung, weil das Automatik ist und ich nicht schalten muss. Deswegen spiele ich Gitarre an meinem Gurt. Das sieht schön aus hier. Das sieht aus wie eine Leinwand. Eine Fotoleinwand, ja. Ja, als wäre das da gar nicht echt, sondern als würden wir gleich in so ein Bild fahren. Ja, wirklich, ne? Das sieht voll schön aus. Das sieht voll nicht echt aus. Sieht das wieder aus wie ein schlafender Hund? Noch nicht. Ja, auf jeden Fall haben wir einen Berg, der sah aus wie ein schlafender Hund. Aber jetzt sieht es einfach aus wie gemalt Berge. Ja. Ja. Yeah. So, wir haben es jetzt nach Kalifornien geschafft. Thanks for visiting Nevada. Welcome to California. Ja, und hier ist irgendwie ein bisschen Stau. Ja, die kommen jetzt alle aus ihren Löchern hier. Ja. Die ganzen Boys and Girls. Also Las Vegas ist echt nah an der Grenze zu Kalifornien. Ja. Warte, guck mal, hier sind diese Solar-Dinger, die wir auch auf dem Hinweg gefilmt haben, die wir aus dem Flugzeug raus gesehen haben. Aber das Wetter ist Bombe. Ja, es ist richtig warm. Voll geil. Ja. Ah, da in diesem Barstow, da müssen wir die Autobahn wechseln. Ja. 111 Meilen. Ja. Und man sieht einfach nur Straße. Geht. Sonst nichts. Ja, und sonst ist ja auch nichts, weil du halt. Richtig. Wir haben jetzt gefrühstückt, hast du das eigentlich gefilmt? Nee. Wir waren bei Carl's Junior. Heißt das noch? Ja. Da war aber halt auch original nichts anderes, wo man hätte frühstücken können. Ja, richtig. Im Prinz. Ja. Aber ich bin gut gesättigt und du? Ja, ich auch. Der Joghurt war lecker. Ja, der war echt lecker. Ja. 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 Und jetzt fahren wir. Und fahren. Und da ist ein Baum. Ja, ja. Ein Baum. Baum. Downgrade. What for slow vehicles? Vehicle. Ja. Und wie fährt sich Helge heute? Okay, hier McDonald's. Warum zur Hölle auch immer müssen wir jetzt durch eine California-Inspection-Stelle. Bin ja mal gespannt, die finden uns bestimmt einfach durch so schnell, wie das hier geht. Na, was wollen die denn hier inspektieren? Untersucht werden von denen, gell?
finde ich richtig kurios. Ja. Das ist nicht so eine Zollstation oder das ist kein Zoll, sondern eine agrikulturelle. Vielleicht muss man einen Führerschein vorzeigen. Nee, ich guck mal, es geht voll schnell. Die fahren da einfach vielleicht durch. Vielleicht winken die nur auffällige Menschen aus. Dann mache ich lieber mal die Kamera aus. Wir haben jetzt den Freeway verlassen. Wir sind gerade auf einer Straße, wo wir noch nie waren. Also nicht mehr auf der Las Vegas, ja. Las Vegas LA Strecke, sondern jetzt Richtung San Francisco. Und hier ist einfach original gar nichts. Hier ist wirklich noch weniger als nichts. Noch weniger als nichts. Wir sind noch nicht mal so die Berge zum Gucken. Ja, und eigentlich würden wir gern pinkeln gehen, aber. Tja, leider nein. Die gestaltet sich schwieriger als gedacht. Ja. Naja, abwarten. Ja. Vielleicht kommt ja noch was. Eine Fata Morgana. Ja, genau. Eine Oase. We are standing in the Verkehrsmarmelade right now. Hassestau. Als hätten wir nicht so oder so eine lange Autofahrt vor uns. So 9 bis 10 Stunden oder noch länger. Guck mal bitte, wie lang dieser Zug ist. Alter, der hat einfach gar keinen. Der geht da vorne auch noch mal voll lang weiter. Hier ist sein Ende. Was sein Anfang ist, ganz weit. Wow. Und plötzlich sind die Berge einfach nicht mehr rot, sondern grün. Ja, plötzlich sind wir von der Wüste nach Irland oder so. Ja, aber ehrlich. Das Wetter ist auch total scheiße geworden. Hier sind auch nur 11 Grad. Das sind halt Wolken, aber es regnet noch ein bisschen. Genau. Jetzt müssen wir noch ein bisschen lang gefahren, das wäre gut. Ja, es ist schon 3 Uhr, Alter. Ja. Voll krass. City. Hier waren sogar Tiere. Kühe. Sind doch Tiere. Ja, ganz viele. Sieht wirklich aus wie in Irland hier. In der Wüste war nichts. Keine Tiere. Oh, da wird's flach. Oh ja. Oh, da sind ganz viele Tiere. Es sind ganz viele Tiere unterwegs. Und was ist das meiste? Steine. Ja. Oder Schafe. Ganz viele Kühe. Warum haben die hier nur schwarze Kühe? Haben die keine Milka? Ja. Keine Lila? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Der Himmel sieht aus wie gemalt. Tada. Ganz viele Wolken. Ich glaube, das sind ja Pistazien kommen ja aus Kalifornien. Und Mandeln. Snackt die Sonne Kalifornien. Aber ich wüsste gerne, ob das Pistazien ist. Laura philosophiert schon seit ca. einer Stunde über Pistazien. Ich mag Pistazien. Ich mag Pistazien. Ob das Pistazienbäume sind? Ich hätte gerne auch. Ob die hier verarbeitet werden? Ja. Was hat das mit diesen Pistazien? Hier rechts und links. Ich hätte gerne auch eine Pistazien. Jeden Abend Pistazien essen. Das ist korrekt. Du könntest noch Geld mit Pistazien verdienen. Pistazien sind sehr teuer in Deutschland. Eine so eine Tüte kostet 3 Euro. Du könntest mit Pistazien dein Leben finanzieren. Und hier sind trockene Pistazienbäume. Warum zur Hölle sind hier so viele Kühe?
stinkt die ohne Witz. Scheiße. Boah, ist eine Kuhstadt. Ja, ich schwöre, guck mal, das geht noch, oh, das geht da hinten noch weiter. Was kann ich jetzt sagen, so viele Kühe. Da. Boah, Alter. Geht langsam unter und wir haben es immer noch nicht geschafft. Nein, es ist jetzt 10 nach 7. Das ist ein einziges Trauerspiel einfach. Es mag nichts mehr. Und hier ist auch noch Stau. Ja. Das macht auch nichts besser. Aber wir haben uns gerade was bei McDonald's geholt. Ja. Ein Happy Meal. Ich hatte eben so einen Snoopy dran, hab ich nach hinten geworfen. Ja. Snoopy. Ja, und jetzt. Ja. Driving down the 101. Driving up the 101. Jo. Ja. Tut mir einen Gefallen und wundert euch nicht über mein Aussehen. Wir sind jetzt endlich angekommen. Wir waren jetzt exakt 12 Stunden unterwegs. Wir haben nicht das geschafft, was wir eigentlich machen wollten, zum Pacific Coast. Ja, genau. Eigentlich wollten wir zum Pacific Coast Highway. Sprich, wir wären jetzt nochmal 2 Stunden oder noch länger unterwegs gewesen. Boah, das machen wir dann irgendwann die Tage. Ey, ich bin durch. Das war richtig anstrengend. Jetzt sind wir auf jeden Fall da und... Ich quatsch mal kurz. Wir hatten ja die letzten beiden Städte, also in L.A. und in Las Vegas, hatten wir ein Hotel. Und hier in San Francisco, habe ich gesagt, dass wir da sind, ne? Ja. Haben wir uns eine Airbnb-Wohnung geholt, weil ich wollte das schon immer mal ausprobieren. Und finde es halt voll interessant und das haben wir jetzt hier. Und wir sind jetzt hier in dem Haus von einer Frau. Also die wohnt quasi oben und wir unten. Und die ist super nett und das ist richtig, richtig süß hier. Also ich glaube, wir haben da einen richtig guten Fang gemacht. Wir sind jetzt auf jeden Fall angekommen. Es ist 20 vor 9 abends. Und ja, viel wird wahrscheinlich heute nicht mehr passieren. Ich muss noch 2 Vlogs schneiden. Den und den von gestern, weil gestern Abend ging es mir so schlecht, dass ich nichts mehr geschnitten habe. Und ich habe vercheckt, dass die Zeit umgestellt wurde und deswegen kam der vorherige Vlog, also der für euch der vorvorletzte, 1 Stunde zu spät. I'm sorry, hab's vercheckt, weil hier ist ja keine Zeitumstellung. Wir sind jetzt einfach 9 Stunden auseinander von Deutschland statt 8. In Deutschland stehen jetzt einfach schon alle wieder auf. Ja, da ist es jetzt 6:30 morgens und hier ist es 9:30 abends. Okay, 20 vor. Crazy. Einfach, wenn wir hier 10 haben, steht Fabio auf. Lol. Naja. So ist das. Wir sind jetzt auf jeden Fall angekommen. Wir sind richtig im Arsch. Gehen jetzt gleich bei der Duschen. Vlog schneiden. Das war's wahrscheinlich, ne? Ja. Aber ich zeige euch mal die Unterkunft, weil das ist richtig, richtig süß. Ich zeige euch das mal. Also wenn wir hier rausgehen, ist da der Flur und die Eingangstür. Und dann geht's halt auch hoch zu der Wohnung von der Frau. Und dann ist das hier unser Flur. Dann haben wir hier... Was mache ich denn hier? Oh, Lüftung. Dann haben wir hier das Bad. Laura hat es liebevoll Harry Potter Bad genannt, weil das so, ne? Ihr seht schon.
So, richtig, richtig süß. Da ist hier die Dusche. Also alles, was man braucht. Komplett. So, und dann ist hier der Flur. Und schaut mal, wie süß das ist. Hi, Vanessa. Voll süß. Hat hier uns auf jeden Fall Schlüssel hingelegt. So Unterlagen, wo alles Mögliche draufsteht. Regenschirme, whatever. Dann ist hier halt unser Zimmer. Das gehört zum Inventar. Also Laura, hier sind unsere ganzen Sachen. Dann haben wir ein richtig schönes Bett. Voll viele Zeitschriften und so ein Krams. Guck mal, Wasser ist nicht von uns, oder? Das habe ich da hingetan. Oh, okay. Das hat Laura uns da hingetan. Aber sie hat uns hier Schokolade hingetan. Dann so eine PowerPoint-Präsentation, wo alle möglichen Infos zu San Francisco drin sind. Die hat sie mir auch schon per Mail vorher geschickt. Richtig süß. Da stehen alle möglichen Sachen drin mit Essen gehen und was weiß ich. Dann oben. Ich habe die Schokolade in den Müll geschmissen. So ein Mies. Dann, guck mal, hier ist so ein Guestbook. Wollen wir da reinschreiben? Hello, iBimes. So, dann ist hier noch ein Blog. Zum da titzen. Ist auf jeden Fall mega süß. Also wir haben da einen richtig guten Fang mitgemacht, woll. Auf jeden Fall. Sie hat auch gesagt, wir haben irgendwo einen Kühlschrank. Ist das da? Ach stimmt, ja, hier ist ein... Oh, geil. Okay. Darf ich die Bettseite haben? Nein, Spaß. Ja, Kühlschrank. Oh, guck mal. Oh, Laura. Aber hier ist Wasser drin. Was hat sie gesagt? Guck mal. Was ist das? Fiber One Baked Bars. Dipped and Chewy Granola Bar. Caramel und Schoko. Wo voll viele so Granola Bars. Tschüss. Und Wasser. Geil. Oh, wir haben auch hier direkt USB. Stöpsels. Ja, ich würde sagen, ich schneide jetzt mal meine Vlogs. Das ist übrigens die Aussicht aus unserem Fenster. Nicer Dicer. Es könnte sein, dass dieser Vlog entweder überhaupt nicht lang ist und oder voll unspannend. Aber wir saßen den ganzen Tag im Auto. Ja, wirklich. Wir haben nur Pipi-Pausen gemacht und einmal getankt. Ja, also sorry, falls es langweilig war. Es tut mir leid, aber ich kann jetzt auch nicht den Vlog mit dem morgigen zusammentun. Weil der von morgen wird wahrscheinlich wieder lang. Ja. Und dann würde das den Rahmen sprengen. Nee, mach ich nicht. Ist nicht slim. Ich würde nämlich sagen, dass ich den jetzt auch beende, weil ich werde ihn ja gleich schneiden. Also wir gehen jetzt wirklich, wir gehen duschen, Vlog schneiden und dann ins Bett. Genau. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu einem kompletten Tag in San Francisco. Also wir haben jetzt hier noch 3 volle Tage, ne? Mhm. Und am 4. fahren wir zurück nach LA. Also Montag, Donnerstag. Montag, Donnerstag, Januar, Februar. Laura, so durch, ey. Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, den 29. fahren wir zurück nach L.A. und fliegen dann zurück. Ja, Laura auch gerade so. Ich habe sie irgendwas gefragt und sie wollte sagen, ja, mach mal. Und sie so, ja, lach mal. Lach, und ich so, ach, lass mal. Ja. Und sie so, ja, lach mal. Haha. Übrigens. Wisst ihr, was wir festgestellt haben? Dass kaum ein Auto hier in Amerika, wie heißt das, Scheibenwischer hinten am Fenster Scheibe hat. An der Rückscheibe. Scheibenwischer hat's nicht. Kaum ein Auto. Unseres auch nicht. Das war's. Ich melde mich ab. Adios, amigos. Lach mal.